Der FDM-Druck ist ein Verfahren, in dem Kunststoff verarbeitet wird. Dazu wird der Kunststoff in einer Düse aufgeschmolzen und auf einem Druckbett aufgetragen und so wird ein Bauteil erzeugt. Der FDM-Druck wird überwiegend im Modellbau, Prototypenbau und in der Kleinserienfertigung genutzt, um Funktionselemente zu testen, eventuell auch Modelle nachzubauen in kleineren Maßstab, um erstmal sozusagen sich den Prozess, das Modell praktisch vorstellen zu können. Die wesentlichen Vorteile des FDM-Verfahrens sind die hohe Reproduzierbarkeit, die gute Prozessstabilität und eine hohe Flexibilität in den Bauteilen. FDM-Drucker gibt es in verschiedenen Varianten. Dabei wird mit kostengünstigen Konsumerprodukten begonnen, die um die 300 Euro starten und gehen bis zu industriellen Druckern, die mehrere 10.000 Euro kosten. Der spätere Faktor ist jedoch das Material, das verdruckt wird. Dabei gibt es deutliche Unterschiede, zum Beispiel PLA, das häufig für den Konsumerbereich genutzt wird, hat einen Kilopreis von 20 Euro, geht aber auch Richtung funktionalen Werkstoffen, die dann Richtung Peak gehen. Das sind dann Preise um die 1000 Euro pro Kilogramm. Für KMUs ist der FDM-Druck der perfekte Einstieg in den 3D-Druck. Es kann mit günstigen Geräten erste Erfahrungen gesammelt werden. Und wenn man feststellt, dass man einen großen Benefit davon hat, kann man danach überlegen, ob man sich einen industriellen Drucker zulegt, wenn man viele Teile druckt oder eventuell dann auch auf Dienstleister zurückgreift, die dann die Bauteile für einen drucken.